So, nun kommen wir zu der Füllung der Gans. Dazu schälen wir uns eine Orange. Dann schneiden wir die Orange in grobe Stücke. So, als nächstes schneiden wir den Apfel in die Hälfte durch. Dann achteln wir den. Schneiden das Gehäuse raus und schneiden auch in kleine Stücke. Als nächstes nehmen wir uns die Zwiebel vor. Wir schälen die. Schneiden die in grobe Stücke. Als nächstes ist die Knoblauchzehe dran. Die wird geschält. Einmal in der Mitte halbiert. Jetzt kommen die Maronen. Als nächstes kommen die Bei den Maronen schneiden wir nur ein Stück die Schale ein. Zum Schluss kommt noch der Beifuß dazu. Dann haben wir die Füllung für die Gans fertig. So, jetzt nehmen wir uns den Vogel wieder vor, tupfen den ein bisschen mit einem Küchentuch von innen und von außen ab. Nun fangen wir an, die Gans von innen zu würzen. Man nehme das Salz, und fängt von innen an, richtig Salz reinzureiben. Anschließend nehmen wir Pfeffer. Nun versuchen wir es noch einmal mit der Pfeffermühle. So, jetzt wird alles schön verrieben da drin. Nun fangen wir an, die Gans zu füllen. Alles schön reinstopfen.
Platz drin. So, nun haben wir alles in die Gans verstaut. So, nun kommen wir zum Verschließen der Gans, damit uns die Füllung nicht rausfällt. Nehmen wir Zahnstocher, stechen die ein, andere Seite wieder raus. Das machen wir jetzt so lange, bis die zu ist. So ein Abstand von 2 bis 3 cm, jeweils ein Zahnstocher. So, dann nehmen wir uns ein Stück Kordel und legen die um den ersten Zahnstocher rum und dann binden wir die Kordel so zu, als wenn wir ein paar Schnürsenkel in die Schuhe reinziehen würden. Ziehen dabei immer ein wenig stramm. Zum Schluss verknoten wir das dann. Das übrige Stück Schnur schneiden wir dann ab. So, zum Schluss wird die Gans von außen mit Salz und Pfeffer gewürzt, schön verreiben, wird hier umgedreht, von der anderen Seite machen wir das Gleiche. So, als nächstes legen wir die Gans in einen Bräter rein. Darauf schütten wir dann 1/4 Liter Wasser. Und einen guten Schluck halbtrockenen Rotwein. Dann kommt der Deckel drauf. So, wenn wir mit der Vorbereitung fertig sind, kommt der Vogel in den Bräter
in einem vorgeheizten Backofen bei 220 Grad für eine Stunde rein. Und dann sehen wir mal weiter. So, jetzt haben wir nach einer Stunde den Vogel aus dem Ofen geholt. Wir versuchen den jetzt vorsichtig auf die Seite zu wenden. Haben wir die ganz gewendet. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf und dann in die Röhre. Wiederum eine Stunde später nehmen wir die Gans aus dem Ofen. So, wir nehmen den Deckel ab. Vorsichtig aus dem Bräter. Wir legen den erstmal in den Deckel. Um eine knusprige Haut zu bekommen, wird die Gans jetzt von beiden Seiten mit Honig bestrichen. So, dann haben wir die Gans wieder in den Ofen geschoben und die Temperatur auf 180 Grad reduziert. Dann lassen die jetzt für eine halbe Stunde nochmal da drin. So, jetzt haben wir das Fett von dem Fond abgegossen und den Fond, den schütten wir jetzt in unserer gezogenen Soße dabei. Das lassen wir jetzt alles noch mal schön aufkochen und lassen es wieder einreduzieren. So, nun wird zum letzten Mal der Vogel gedreht. Es wird nochmal mit Honig bepinselt, dass wir die zweite Seite genauso knusprig bekommen wie die erste. So, jetzt verschwindet die Gans noch einmal für gute 10 Minuten, 15 Minuten im Ofen. So, jetzt kommen wir zu der Soße.
Wir schütten das jetzt alles durch ein Sieb. Würzen wir die Soße noch einmal mit Salz und Pfeffer. Etwas Estragon. Und der Saft einer frisch gepressten Orange. So, nachdem wir die Soße aufgekocht haben, binden wir diese noch mit etwas Mondamin ab. Und zum guten Schluss noch etwas Sahne. So, das war's. Dann hoffe ich, dass Sie die Gans auch hinbekommen.